Hallo ihr Lieben, heute wird es wieder weihnachtlich, denn ich zeige euch heute vier schöne Ideen, wie ihr Weihnachtskugeln kreativ gestalten könnt. Für unsere erste DIY-Kugel braucht ihr als erstes eine große und zwei kleine Kugeln, ein hübsches Dekoband, Schere und Heißkleber. Wir basteln uns jetzt nämlich süße Mickey- bzw. Minnie-Maus-Kugeln. Dafür brauchen wir jetzt erstens die große und die zwei kleine Kugeln. Von den kleinen Kugeln macht ihr jetzt die kleine Aufhängung ab und dann kleben wir uns die kleinen Kugeln einfach quasi als Öhrchen an die große Kugel ran. Dafür braucht ihr euren Heißkleber und dort, wo ihr quasi die Aufhängung abgemacht habt, macht ihr jetzt ein kleines bisschen Heißkleber rauf. Und dann versucht ihr, die Öffnung von der Kugel quasi nach hinten zu legen, sodass vorne die Kugel nur noch sichtbar ist. Und das gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch. Tragt etwas Heißkleber auf und dann klebt ihr die zweite Kugel auch als zweites Öhrchen quasi mit an die Kugel. Dann habt ihr die Grundform von eurer Mickey-Maus-Kugel auch schon fertig. Jetzt können wir zum Beispiel noch ein kleines Schleifchen binden. Dann nehmt ihr einfach ein hübsches Dekoband, bindet eine kleine Schleife und schneidet dann die übrigen Bänder einfach noch mal ein bisschen kürzer und dann könnt ihr die Schleife einfach zwischen den Öhrchen von unserer Mickey Maus quasi platzieren und schon habt ihr eine süße Minnie Maus. Diese süßen Weihnachtskugeln sind wirklich super einfach nachzumachen und auch eine tolle Geschenk- und Deko-Idee für alle Disney-Fans. Die zweite Kugelidee wird wirklich super einfach und zwar braucht ihr dafür einfach nur Kugeln und Permanentmarker. Jetzt könnt ihr einfach loslegen, diese Kugeln zu beschriften oder zu bemalen. Ich habe hier jetzt zum Beispiel kleine Schneeflocken und Pünktchen aufgemalt. Da könnt ihr euch natürlich kreativ austoben und euch ein eigenes Motiv überlegen oder was euch gefällt. Schön finde ich es auch, wenn man die Kugeln zum Beispiel mit Namen personalisiert. Oder aber auch mal an die Haustiere denkt und so wie ich zum Beispiel ein kleines Pfötchen auf die Kugel malt und den Haustiernamen einfach dort drüber schreibt. So hat das Haustier auch einen kleinen Platz am Weihnachtsbaum. Die nächste Kugelidee ist für alle Naschkatzen unter uns. Ihr braucht dafür Muffinförmchen, Kugeln, kleine Perlen und Streudeko, Watte, Flüssigkleber und Heißkleber. Vielleicht könnt ihr euch ja jetzt schon denken, was wir basteln. Wir basteln uns nämlich süße Cupcake-Kugeln. Und dafür klebt ihr einfach eure Kugel in ein Cupcake-Förmchen, also in so ein kleines Muffin-Förmchen rein. Platziert das schön mittig mit euren Heißkleber dort drinne. Und dann könnt ihr schon sehen, dass das Ganze einem Muffin schon doch ziemlich ähnelt von der Seite. Als nächstes gestalten wir unser Muffin-Kügelchen natürlich noch ein bisschen. Und was darf nicht fehlen? Der Zuckerguss. Diesen modellieren wir uns entweder aus Watte, ich habe jetzt Watte verwendet. Wenn ihr keine Lust auf Kleben habt, könnt ihr den natürlich auch mit weißer Acrylfarbe einfach aufmalen. In meinem Fall mit der Watte habe ich das Ganze jetzt mit Heißkleber einfach oben auf die Kugel aufgeklebt. Dabei habe ich aber den Aufhänger quasi ausgespart, sodass der quasi oben noch rausguckt. Und da die Watte ja jetzt doch ziemlich plüschig noch ist und noch nicht so richtig wie Zuckerguss aussieht, habe ich jetzt mit einem Pinsel und reichlich Flüssigkleber die Watte so richtig schön durchgetränkt, sodass die Watte dann schön platt aufliegt und man die Watte quasi wie eine Modelliermasse so ein bisschen formen kann. Das Praktische hierbei ist, wenn die Watte dann so richtig durchtränkt ist, dann können wir den nächsten Schritt, und zwar die Zuckerkügelchen, ganz einfach oben auftragen, indem wir unser Muffin einfach in die Kügelchen reintunken. Und das Ganze sieht dann auch schon richtig aus wie ein echter Muffin. Jetzt könnt ihr den Muffin noch weiter dekorieren, so wie ich zum Beispiel mit einer kleinen Perle, die quasi dann so aussieht wie so eine kleine Kirsche, die oben auf den Törtchen aufsitzt. Und ich finde, das Ganze sieht richtig süß aus. Als letzten Schritt müsst ihr das Ganze natürlich dann ein bisschen trocknen lassen. Und dann brauchen wir noch ein kleines Bändchen, damit wir unseren süßen Muffin auch an unseren Tannenbaum hängen können. Weil mir das Ganze so gut gefallen hat, habe ich auch gleich noch ein paar andere Varianten zum Verschenken ausprobiert und habe wieder zum Beispiel kleine Kügelchen rangeklebt, aber auch zum Beispiel kleine Girlanden, die ich noch vom Weihnachtsbaum vom letzten Jahr gefunden habe, zerschnitten und dann rangeklebt. Hier könnt ihr euch wirklich kreativ austoben und ich finde, das sieht wirklich zuckersüß am Tannenbaum aus.
Für unsere nächste Kugelidee braucht ihr eine kleine Styroporkugel, einen kleinen Pappbecher, etwas Band, oranges Papier, eine Perle, einen schwarzen Stift und Schere und Kleber. Damit basteln wir uns jetzt eine kleine Schneemannkugel. Der Becher wird unser Hut und die Styroporkugel wird unser Schneemannkopf. Den Hut, also unseren Pappbecher, den können wir einfach schwarz anmalen mit einer Farbe, die wir zu Hause haben. Und oben in den Hutdeckel quasi machen wir ein kleines Löchlein mit einem spitzen Gegenstand rein. Als nächstes braucht ihr einen kleinen Faden, der ungefähr 20 cm lang sein sollte. Dann legt ihr den einmal doppelt und mit der offenen Seite, also mit den offenen zwei Enden, geht ihr dann einmal durch den Hut durch. Und jetzt habt ihr quasi oben im Deckel die geschlossene Seite und dort die zwei Bänder an der offenen Seite, die fädelt ihr quasi einmal durch eine Perle durch, macht dann da einen kleinen Knoten rein und dann habt ihr quasi eure Aufhängung auch schon für euren Hut, für euren Schneemann-Anhänger fertig. Jetzt möchten wir den Hut natürlich noch an unserer Styroporkugel befestigen. Dafür könnt ihr einfach normalen Flüssigkleber verwenden oder wenn es schneller gehen soll, nehmt ihr Heißkleber dafür. Als nächstes braucht unser Schneemann natürlich noch eine Nase und diese Nase habe ich mir einfach aus Orangenpapier ausgeschnitten, quasi in der Farbe und Form von einer Karotte. Und diese Nase habe ich mir dann ebenfalls mit Flüssigkleber einfach auf die Mitte von meiner Styroporkugel geklebt. Als nächstes brauchen wir natürlich noch Augen und einen Mund. Die Augen und den Mund, die habe ich dann ganz einfach mit einem Permanentmarker aufgemalt. Und zwar für die Augen einfach zwei runde Kügelchenaugen. Und unten der Mund, den habe ich auch mit kleinen einzelnen runden Punkten gemalt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eurem Schneemann natürlich jetzt noch kleine Arme aus Schaschlikspießen zum Beispiel basteln. Das finde ich ist auch eine super süße Idee. Ich hoffe, euch haben meine DIY-Weihnachtskugeln gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert doch gerne meinen Kanal, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.